Ja, hallo. Hier ist Dario und in dem kurzen Videotutorial stelle ich euch vor. Luminar AI, also die künstliche Intelligenz, wie die zukünftige Luminar Weiterentwicklung heißt, gibt es eigentlich nicht sehr viel. Es gibt hier auf der Seite nur ein paar Bilder und im Anschluss daran werde ich euch mit Luminar 4.3 einige dieser künstlichen Intelligenzen vorstellen, wie sie voraussichtlich funktionieren werden. Und zu Luminar AI4, also künstliche Intelligenz von Luminar, zeige ich euch hier diese Vorschaubilder, die es hier zu sehen gibt. Gut, also ich habe mir hier die Werbezeitung für Skyrim, com, splash.de, Luminar, AI, bla bla bla. Also diese Vorschauseite halt einmal geöffnet im Browser. Und hier sieht man eigentlich einige dieser Bilder und weiteren Funktionen, die es in der Nachfolgeversion von Luminar 4.3 gibt. Und zwar ist es eben, wie gesagt, diese Luminar AI, also künstliche Intelligenz von Skyrim bzw. von Luminar, die Fortsetzungsversion. Und diese soll angeblich oder anscheinend nur noch auf künstlicher Intelligenz basieren und eigentlich alles aufgrund von diversen Algorithmen, dass es sich im Internet zusammensucht, will der dann schlussendlich bearbeiten. Ja, hier sind schon einige Beschreibungen zur voraussichtlichen Version von AI von Skyrim und einige praktische Beispiele, wie man es angewandt hat. Das sind hier immer wieder die Beschreibungen, wie was funktionieren soll. Dieser Leitfilter wird wahrscheinlich auch in den Kreativfiltern von Luminar sein. Der wird wahrscheinlich ein interessanter Filter sein. Ja, und so wird das voraussichtlich aussehen. Das sind also so Effekte, wie man sie auch mit Photoshop einbauen könnte. Es sind einfach nur Porträtbilder, die dann schlussendlich mit diesen Lichteffekten überblendet werden. Ist jetzt nicht wirklich spektakulär, aber ganz interessant, wenn man schnell so ein Porträt machen will. Ja, der Himmel auswüchsen ist eigentlich seit Luminar 4.3 kein großes Geheimnis mehr, war ja eigentlich in 4.0 und in der Vorgängerversion von 4.0 auch schon integriert. Das wird sich allerdings anscheinend auch verbessern. Ja, die importierende Version oder Funktion soll auch besser werden. Aber warten werden wir es ab. Also Luminar 4. Beziehungsweise Luminar AI wird voraussichtlich im November auf den Markt kommen, spätestens im Dezember dann. Aber warten wir ab, was kommt. Ob es dann wirklich für jeden brauchbar ist oder ob man es ganz in Photoshop oder in Lightroom nicht besser machen kann oder schneller, das muss man dann abwarten, bis es eine Beta-Version bzw. die Verkaufsversion gibt, wo man testen kann. Man
glaube, oder besser gesagt, ich denke hier, wenn man so die Beschreibung liest, erstelle Landschaften so realistisch, dass du einen Wind spüren kannst. Das klingt ja ganz gut. Atmosphäre hat es in 4.3 oder gibt es in 4.3 auch schon. Aber ich finde jetzt oder habe bisher noch nicht gefunden, dass man, wenn man diesen Filter anwendet, man den Wind spüren kann. Aber gut. Vielleicht ist ja dann in Luminar AI verbessert, dass es dann wirklich so ist. Aber wie gesagt, warten wir ab, bis diese Version von Luminar 4 gibt. Ja, auch dieses Universum Himmel hat sich auch nicht wirklich verbessert, finde ich jetzt einmal zumindest auf den ersten Blick, aber auch das bleibt abzuwarten. Super Kontrast und Kontrast, ja, wird man sehen müssen, wie es auf die verschiedenen Bilder auswirkt. Das ist hier ziemlich interessant, wenn es dann wirklich so funktioniert. Dies mit dem Schnee hier. Ja, das war also ein kurze Vorschau in Luminar AG, die Nachfolgerversion von Luminar 4.3 und ja, ich werde nun mit der noch aktuellen 4.3 hier eine dieser künstlichen Filter, die es in Luminar 4.3 auch schon gibt, hier einige dieser zukünftigen Verbesserungen von Luminar AI hier im Anschluss an das hier testen bzw. vorführen, damit man so einen ungefähren Vergleich hat. Ja, bis gleich. Thank you.